So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Let's Play. Ach, nicht Minecraft, jetzt sage ich schon Minecraft. Warum sage ich Minecraft? The Hunter, Call of the Wild. So schaut's aus. Lars, hör auf, mich gegen mich zu fahren. Die Fahrzeuge gehen auch irgendwann kaputt. Das ist nicht schlimm, ich bezahle die ja nicht. Du fährst jetzt einfach mal vor. So. Bevor ich wieder irgendwo... Oh, hoppala. Das war die falsche Taste. Ich warte mal auf dich. Kann man eigentlich eine zweite drauf fahren? Nee, ne? Nein, nein. Warum nicht? Weil das ein Single... Die Single-Ausführung ist. Nee, da ist Platz für einen zweiten hinten drauf. Nee, das meins ist auf jeden Fall die Single-Ausführung. Oh, oh, oh. Ich kommst versuche herauszufinden, ob man mich hupen kann. Kann man? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich dachte, ich soll vorfahren. Ja, wenn du einfach dauernd gegen Bäume fährst. Ja, nee. Warte mal an der Kreuzung auf dich. Ich kann leider nicht Henrik, mal hinten gucken. Weißt du, was der Vorfahreffekt ist? Welcher? Aha. Das. Wenn du das sagst. So, den Weg kennen wir ja jetzt schon. Den haben wir vor 2 Folgen gehabt. Ja, aber wir fahren jetzt weiter in Richtung Norden. Okay. Oh, hier sind Spuren. Guck mal, hier sind plötzlich überall Spuren, hm? Ah, ja, ich hab's ja... Oh. Was, oh? Da war ein Baumstamm. Ich hab's ja verstanden. Also Merkel, diese Insel betreten wir nie wieder. Doch, wenn wir schießen wollen. Ja, ja, dann aber sonst nicht. Brumm, brumm. Mache das Quad. Das imitierst du, finde ich, sehr gut. Es ist voll am Pissen. Ich meine, man sieht es. Aber ich möchte mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Überfass. Wo denn? Henrik, wieso bist du so weit hinter mir? Ah, ich hab's doch hier gerade. Och, Henrik. 2 Tiere. Wo? Hast du's? Nee, bestimmt nicht. Alter. Aber ich. Wo läuft's denn lang? Geradeaus. Geradeaus ist eine sehr präzise Angabe. Also von mir aus geradeaus. Oh. Ich hab das. Da stehen einfach. Hä? Lustig. Oh, was war denn jetzt? Was hat mich denn irgendwas. Ich wurde von einem Dammhirsch. Hier steht, ich bin durch einen Dammhirsch K.O. gegangen. Was war das denn bitte? Hat dich umgelaufen, oder? Ich hab dir nicht mal... Da war ein Dammhirsch, ja. Ja, hier sind überall welche, du Held. Ich stand direkt vor zwei so Tierchen und die haben sich nicht bewegt. Und dann hab ich draufgeschossen und plötzlich war ich tot. Oder K.O. So, hier müssen jetzt ganz viele tote Dammhirsche rumliegen irgendwo. Ja, warte mich. Oh, 1,1 Kilometer. Junge. Was war denn da jetzt los? So, also so unspektakulär wie die letzte Folge war,
enthusiastisch jetzt dafür sehr. Ich finde das total toll. Also ich finde, das ist jetzt ein sehr fairer Ausgleich. Ich will hier hoch. Ach, dann nicht. Wo denn hoch? Ja, ich komme nicht mehr hoch hier. Weißt du, Tiere können hier hochlaufen, aber ich nicht, oder was? Ja. Tiere können auch... Ne? Punkt. Ja, okay. So, okay. Jetzt bin ich zumindest wieder auf der Straße. Aber die Tiere sind weg wegen dir. Wegen mir? Ja, aber du weißt ja. Ich weiß, ich wollte gerade im Abdrücken, da hast du ein Tier. Da hast du angefangen zu ballern. Ah, ich habe einen Geldbonus bekommen. Da steht aber nicht bei, wer es jetzt geschossen hat, ne? Doch, da steht da auch bei. Muskel um Muskel, 9 Treffer. 9? Ja. Ich habe doch gar nicht so häufig darauf geschossen. Ah, doch, das war mit der Schrotflinte. Weil ich mich so erschrocken habe, dass da ein Tier ist. Oh. Ich habe auch einen. Aus nächster Nähe. Stand der auch so nah vor den dir? Den hast du auch angeschossen, tatsächlich. Ja, ich habe auch gerade Geld bekommen. Und da unten liegt, glaube ich, noch eins. Nee, doch nicht. Das ist nur der... Dings. Was zum Henker war das denn bitte? So, haben wir jetzt alle? Also ich habe tatsächlich auf 2 geschossen und die hast du beide verwertet. Ich habe auch mehrere geschossen. Ich weiß ja nicht, auf was du alles geschossen hast. Vielleicht waren das auch dieselben und die haben sich wie bei mir einfach nicht bewegt. Worauf schießt denn du jetzt? Was? Ja. Worauf schießt du? Auf den Dammhirsch. Wo ist denn der? Bei mir, du Held. Klasse. Könntest er mal... Oh, au. Au. Wieso macht er das? Vor allen Dingen, wo ist denn der? Der müsste in den Wald gelaufen sein. Jetzt habe ich einen Backscreen. Ach, jetzt bin ich wieder da. Ach, da sind welche. Oh, sehr witzig. Ja, verliert man eigentlich Geld, wenn man stirbt, oder? Nee. Ach, jetzt... Wechseln wir uns jetzt ab mit Sterben, oder? Nee, aber die laufen hier dauernd hin und her und einer hat mich umgerannt. Ja, mich ja gerade auch. Boah, ist das weit weg, Junge. Aber die Gegend scheint gut zu sein. Ja. Wir haben gleich eine ganze Herde erlegt, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Du kannst die mit E markieren. Dann sehe ich die auch. Wenn wir zum Beispiel nebeneinander jagen, oder dann wird der für mich auch markiert. Hä? Wie mit E markieren? Du kannst, wenn du ein Tier siehst, dann kommt irgendwann markieren als Option. Habe ich noch nie gesehen. Boah, Junge. Hier ist aber ein ganz schöner Verkehr. Wie so eine gute Autobahn. Ja. Bin doch jetzt wieder da. Klasse. Da müsste irgendwo auch ein toter Dammhirsch liegen. Ich sehe im Moment nur Tierchen hier nach von links und rechts laufen. Und irgendwie also, ist mal... Ich habe einen versucht, mit meiner Pistole zu erschießen. Das hat nur so semi-gut funktioniert. Ja, glaube ich. Das glaube ich dir aufs Wort. So, den habe ich auch erwischt. Gott.
Gott, hier sind so viele Blutspuren. Das Ding ist... Ich kann gerade die Blutspuren nicht mal auseinanderhalten, ne? Also erstens das und zweitens, die laufen hier die ganze Zeit hin und her, als würden die uns echt mega verwirren wollen. Vielleicht wollen sie das ja auch. So. Da habe ich mir so einen Unterstand hier gebaut. Ja, aber ich sehe hier irgendwie noch keinen. Boah, hier ist alles lila, ne? Das hier überhaupt noch Sinn wundert mich. Alles lila? Ja, auf der Map. Ja, hast recht. Ich glaube, die sind abgehauen, Henrik. Ja, ich fürchte auch. Ja, möchtest du die jetzt suchen oder möchtest du weiter? Obwohl, warte, hier ist noch eine Blutspur, die folge ich gerade noch. Ich habe hier auch noch eine. Aber das Ding ist halt einfach, die Tierchen sind... Ist noch eine? Ja, aber ich glaube, das kann man knicken. Also ich sehe auch kein totes Tier tatsächlich. Hier ist noch eine. Ja, ich habe aber noch unabhängig von einer auch zwei Stück gefunden. Noch eine. Tja. Was soll ich sagen? Das war jetzt irgendwie... Ja, du hast den Unterschutz gebaut, aber ich kann ihn nicht betreten. Was ist das denn? Wieso kannst du ihn nicht betreten? Weiß ich noch nicht. Tja. Das würde mich ja jetzt ärgern, ne? Also jetzt ganz ehrlich, ich bin jetzt gerade tatsächlich so ein bisschen baff, wie das gerade gelaufen ist. Jo. Machen wir, fahren wir weiter. Hätte ich jetzt gesagt, oder? Also, ich muss nur eben hier den Hügel wieder hochkommen. Ja, das habe ich auch gerade gehabt, das Problem. So. Auf, ich setze uns nochmal ein Ziel, und zwar der nächste Außenposten. Der ist in 600 Metern. Das ist mein Quad. Das rote ist meins. Ich habe auch ein rotes. Oh. Hoppala. Also, ich glaube, das meins ist. Kann sein, dass deins ist. Hoppala. Weißt du, wo wir hin müssen? Nö. Gut. Aber du fährst ja nicht. Natürlich. Fahr doch. Ja, jetzt. Einfach vor, komm. Ja, lass mich vorbei. Tu ich doch. Oh. Was tut dein Quad da? Ich finde das sehr beunruhigend. Ah, du meinst die Blutspuren, die hier sind? Ja. Mysteriös, mysteriös, würde ich sagen. Was hältst du von Absteigen? Du vertreibst die Tiere. Danke. Gerne. Dich doch immer. Das ist hier kreuz und quer gelaufen, das Tier. Aber so richtig, ne? War so richtig. Ein Warnruf. Aber so wirklich kreuz und quer. Da hätte ich lieber das Quad genommen und wäre... Also... Ja, ich glaube, das ist aussichtslos. Ich hab ein... Ja, ich... Nee, alles gut. Ich hab doch nichts. Ich wollte sagen, ich hab ein Gefühl, aber ich hab doch kein Gefühl.
Ich habe auch Gefühle für dich. Was? Ach ja. Das Problem ist, hier werden ja auch zwei unterschiedliche Spuren angezeigt. Also einmal eine Blutspur und einmal so eine Hufspur. Hast du das auch? Ja. Naja, was liegt vielleicht daran, dass es von zwei unterschiedlichen Tieren ist? Ja, bitteschön. Du sollst das Auto nicht kaputt machen. Tu ich ja nicht. Ich bring's dir nur. Ja, genau. Geht's runter. Ja, aber ich glaube, der ist bei 63 abgeriegelt. So, eine Brücke. Könnten wir uns mal unser Glück versuchen, oder was hältst du davon? Ja, cool, ja. Guck mal, da hinten ist Schnee. Wo ist Schnee? Westen. Ein Berg. Da hin? Schnee. Nee, da. Das ist eine 2D-Grafik, glaube ich. Bin nicht. Naja, das ist, glaube ich, der Berg, der hier außerhalb ist. Ah, guck mal, ich habe gerade eine wichtige Information gelesen. Was denn? Da du nicht der Original-Host dieser Mehrspielersitzung bist, werden entdeckte Bedürfnisgebiete und Jagddruck nicht auf deinem lokalen Spielstand abgespeichert. Also Jagddruck ist dieses lilane Feld. Wenn du das Spiel verlässt, so. Aufgestellte Jagdgebäude wie Attrappen, Zelte und Tarnzelte werden in dein Lager gebracht. Das heißt, du verlierst sie grundsätzlich nicht. Die sind halt nur nicht in deinem lokalen Spielstand drin. Aber nicht schlimm ist. Oh, ups. Was tust du? Kann man ja auch Hunde haben eigentlich? Also gibt es hier Jagdhunde? Nee, glaube ich nicht. Hab ich. Also das wäre mir jetzt neu. Ich meine, es ist... Wenn man hier pfeifen kann, deswegen. Seit ich dieses Spiel das letzte Mal gespielt habe, echt viel passiert. Aber... Wohin? Zu dem... Außenposten. Also er schießt hier auf den Reifen, es passiert nichts. Naja gut, du hast ja schon mal meinen Quad in die Luft gejagt. Nee, das warst du schon selber. Nein, stopp. Ich war schon runter und da hast du dann irgendwas damit gemacht. Nein, das stand einfach mitten in diesem Container drin und du bist dagegen gelaufen. Nee. Das glaube ich nicht. So, neue Außenposten, Schnellreise und Einrichtungen sind verfügbar. Und ich habe 100 Erfahrungspunkte bekommen. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Ich finde das toll. Ich finde das total toll. Ja. So, was haben wir hier? Oh, hier haben wir einen Schlafsaal. Lustig, du bist bei mir gerade einfach durch die Tür durchgegangen. Ja, ich bin auch, man nennt mich auch den Diffundierer. Ah, okay, ja gut. Das ergibt Sinn, wie ich finde. So, wollen wir von hier aus unsere Expedition starten? Petersheim. Wohin gehen wir denn? Ich würde sagen... Gehen wir den Weg hoch? Ich glaube, da kommen wir nicht so... Oh, komm, können wir mal machen. Das können wir doch mal machen. Ich glaube nicht, dass wir da großartig weit kommen. Hier ist eine riesengroße Wiese. Lass uns hier mal ein bisschen lauer gehen. Okay, gut. Auf, ich gehe mal so ein bisschen hier rechts hin. Tut was. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze.
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ja, eine so kleine Wanze. Seht euch mal die Wanz an, wie die Wanz tanz kann. So, ich würde sagen, wie wir uns auf die Lauer legen und was wir dabei entdecken, das können wir doch in der nächsten Folge präsentieren, oder? Ja, an mir soll es nicht liegen. Alles klar, dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und Hören. Oh, Heinrich, da ist ein Hirsch. Dann markier den doch mal. Nimm dir mal das Fernglas. Ah. Ich glaube, ich habe ihn. Du solltest ihn markieren. Nein. Nee, du hast keinen Jagddruck aufgebaut. Du sollst ihn doch markieren. Geht nicht. Du nimmst dir dein Fernglas. Ja, du hast nicht gesagt, dass ich dafür ein Fernglas brauche. Ach so. Du Held, Alter. Ich glaube, du brauchst doch nicht unbedingt ein Fernglas dafür. Ja, ging trotzdem nicht. Also wenn ich kein Fernglas brauche, dann ging es nicht. Alles klar. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.